Ja, klar, Kevin Trapp ist eben dann vor allem eins, er ist auf Trab, also auf Zack, also im Galopp, im 16er. Ja, der Kevin ist ja mit einer Brasilienserin verlobt, mit der Isabelle Goulat, und die kümmert sich eben dann rührend um seinen Zuckerhut. Ja, wichtig ist eben dann schon auch, dass du eben als Torhüter für die Nationalmannschaft eben dann auch nicht alle Tassen im Schrank haben darfst. Also wenn du mit einem Bein in der Psychiatrie stehst, bist du eben für unsere Elf genau der Richtige. Da kommen sie schon, um ihn abzuholen, und Kevin. Ja, unsere Torleute in der Nationalmannschaft, eben dann Toni Schumacher, Jens Lehmann, Tim Wiese, Klaus Kinski, hatten alle das Profil von einem Doppelmörder. Ganz normal. Ja, klar, Frankfurt hat eben dann schon immer auch gute Torleute, eben Nikolov und Radetzky, auch und Köpke und eben dann jetzt auch ein Trapp. Und ich meine, so ein Torhüter läuft nicht viel, vielleicht so 2 Kilometer. Und da ist der Weg dann eben zum Klo und wieder zurück während der Halbzeit schon mit drin. Ja, der Kevin Trapp ist für mich dann schon, sagen wir mal, die reguläre Nummer 2, weil er eben dann, sagen wir mal, das Talent von der 1 hat, aber eben dann die Ruhe von der 3 und am Ende auf der 4 vielleicht zur 5 wird. Aber ich denke eben dann als zweiter Mann gut. Das wird die beste Tour, die ich in meinem gesamten Leben jemals gemacht habe. Mut zur Lücke. Italien ist Europameister. Ist das geil? Du wirst Europameister und bist bei der WM nicht dabei. Das ist ungefähr so, als wenn du heiratest und bei der Hochzeitsnacht knattert ein anderer für dich. Ah, da bin ich schon wieder. Ja, ich bin bei Mut zur Lücke aber nicht alleine unterwegs, sondern ich habe natürlich jede Menge prominente Unterstützung. Ich drehe jeden Tag mit Carina, ja, Videos für Social Media. Oder Lothar, wie siehst du das? Ich suche die Frau mit der 3G-Regel. Wichtig sind mir das Gewicht, das Gesicht und der Charakter. Danke, Männer. Aber nicht nur Parodien sind dabei, sondern auch jede Menge Stand-Ups und natürlich meine besten Songs. Also kommt vorbei. Mut zur Lücke.